Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Machen wir mal die beiden Thessalonischer Briefe im Überflug. Einfach, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was da überhaupt passiert, ja? Ohne jetzt so sehr in die Details der Texte zu gehen, weil man sonst sich so ein bisschen darin auch verliert. Im ersten Thessalonischer Brief schreibt der Paulus an die Thessalonicher von der Wiedergeburt Jerusalems und er nennt diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems den Tag des Herrn. Das ist in 1. Thessalonicher 5 und er sagt, dass Jerusalem wiedergeboren wird, dass sie der Schmerz überfallen wird wie, oder die Wehen über sie überfallen wird wie der Schmerz einer schwangeren Frau und sie nicht entfliehen werden. Das heißt also, er bezieht sich auf diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems und diesen Tag nennt er den Tag des Herrn. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann gehören die Menschen, die in Jerusalem wiedergeboren sind, zur Gemeinde Jesu. Natürlich, mehr noch als wir aus den Heiden oder die damals aus Thessaloniki, weil die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem in der Prophetie verheißen ist. Also zum Beispiel in Micha 5, Micha 4, in Jesaja 7 und so weiter. Das heißt also, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, gehören die, die dort wiedergeboren sind, unbedingt zur Gemeinde. Also kann die Entrückung nicht passieren, bevor Jerusalem wiedergeboren ist. Und aufgrund der damaligen politischen Konstellationen, dass nämlich Damaskus um die Zeit zwischen 50 und 60, 70 nach Christus in einen Bund eingetreten ist mit der Dekapolis, aufgrund dieser politischen Struktur, die sich da eingestellt hat, haben die Thessalonicher dem Paulus gesagt, jetzt ist ja das passiert, wovon du uns erzählt hast in Daniel, dass ein kleines Horn, Damaskus, aufkommt zwischen 10 anderen Hörnern, zwischen den Hörnern der Dekapolis. Und daraufhin sagt Paulus, daraufhin antwortet Paulus seinen zweiten Thessalonischer Brief. Die Frage der Thessalonicher im zweiten Thessalonischer Brief oder in dem Brief, auf den der Paulus mit dem zweiten Thessalonischer Brief dann antwortet, war nicht, ob sie schon in der Trübsal sind, sondern die Frage war, ob die Entrückung bald kommt. Und Paulus antwortet dann darauf in 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Episynagoge, unserer Entrückung zu ihm. Lasst euch niemand durcheinander machen. Weder durch Wort, noch durch Geist, noch durch Brief als von uns gesandt. Denn er, dieser Tag des Herrn, das heißt dieser Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, das heißt die Trennung, die Apostasia, die Trennung des Nordreichs vom Südreich und der Antichrist offenbart werde. Also erst müssen diese beiden Dinge geschehen, bevor Jerusalem wiedergeboren worden sein kann. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird auch der Tag der Entrückung da sein, was er in Vers 1 ja sagt bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, nämlich in Wolken und unserer Hinaufversammlung zu ihm, Episynagoge. Lasst euch nicht durcheinander machen. Der Tag des Herrn, 1. Thessalonicher 5, der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, der ja der Entrückung vorausgehen muss, weil die Wiedergeborenen auch zur Entrückung dazugehören. Dieser Tag des Herrn, der Wiedergeburt Jerusalems, der kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, also die Apostasia, die Trennung des Nordreiches vom Südreich, Israel bricht auseinander, und der Antichrist offenbart werde. Warum kommt das nicht vorher? Warum kommt dieser Tag des Herrn, der Wiedergeburt Jerusalems, nicht vorher? Weil der Norden Israels, Ephraim, erst in einen Bund gehen muss mit dem Antichristen aus Damaskus. Erst muss dieses Bündnis entstehen. Warum? Weil Jesaja das sagt. Das steht so in Jesaja. So wie damals der syro-ephraimitische Krieg war, so ist auch dieses Bündnis dann in der Endzeit zwischen dem abgefallenen Norden Israels und dem Antichristen, der dann offenbar wird aus Damaskus. So antwortet Paulus. Ja? Paulus sagt bezüglich der Entrückung, lasst euch nicht durcheinander machen, denn der Tag der Wiedergeburt kommt nicht, es sei denn, dass zuvor Israel auseinanderbricht und der Antichrist offenbart wird, der in ein Bündnis mit ihnen geht. Die werden Jerusalem angreifen und dann wird sie der Schmerz schnell überfallen wie eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen, 1. Thessalonicher 5.
Dann ist Jerusalem wiedergeboren, dann dauert es noch einige Zeit und dann erst kommt die Entrückung, dann erst kommt der Tag der Ankunft unseres Herrn und unserer Versammlung zu ihm. Das ist der Gesamtzusammenhang, den Paulus in den beiden Thessalonischer Briefen den Thessalonischern zeigt. Man kann das aber nicht verstehen, wenn man nicht die Kenntnisse hat aus Daniel, dass es keine römische Linie ist, sondern eine alexandrinisch, diadochisch, seleukidisch, syrische Linie, Damaskus. Man kann das nicht verstehen, wenn man nichts davon weiß, dass Israel auseinanderbricht in der letzten Zeit in zwei Teile, in Norden und Süden. Und man kann 1. Thessalonicher und 2. Thessalonicher nicht verstehen, vor allem dann nicht verstehen, wenn man nichts von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Das ist das Allerwichtigste. Dadurch, dass wir wissen von der Wiedergeburt Jerusalems, haben wir einen dritten Tag in der Endzeit. Ja? Wir haben den Tag der Entrückung. Wir haben den Tag der Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg. Und wir haben den Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Wir haben drei Tage. Drei Tage. Roger Libby und Lothar Gassmann und all die ganzen anderen Pastoren, die evangelikal geprägt sind und auch in den Kirchen, in der Eschatologie, die zurzeit vorrangig ist, wenn man so sagen will, gibt es aber nur zwei Tage. Das heißt, deren Eschatologie ist wie ein Stuhl mit zwei Beinen. Ja? Unser Stuhl hat drei Beine. Da kann man drauf sitzen, wenn man aufsteht, fällt er nicht um. Man muss ja nicht festhalten, den Stuhl, er fällt nicht um. Der hat drei Beine, drei Tage. Aber die landesüblich oder landläufig verbreitete Eschatologie hat nur zwei Tage. Auf dem Stuhl mit zwei Beinen kann man auch sitzen, aber wenn man aufsteht und den Stuhl loslässt, dann fällt der um. Man muss den festhalten und zwar mit allerlei schwachen Argumenten, wie man das allenthalben ja hört, ja, die da drüber gebügelt werden. Und dann, sobald man sich den Texten nähert und ein bisschen ins Griechische geht, sieht man, ein männlicher hält auf, ja, also nicht der Geist Gottes hält auf, nicht die Gemeinde hält auf, die beide entrückt werden müssten oder beide von der Erde aufgenommen werden müssten. Das steht da alles nicht, das steht da nicht, ja. Und deswegen muss man dann so Klimmzüge machen und seine Spuren verwischen, indem man ganz schnell in die Offenbarung geht und irgendwelche Hilfskonstruktionen sich nimmt, um diese schwache Auslegung, weil sie eigentlich einfach falsch ist und auf den Text auch nicht anzuwenden ist, zu stützen. Das ist das Problem. Durch den Tag der Wiedergeburt Jerusalems und das Wissen davon, dass Paulus das in 1. Thessalonicher 5 schon beschreibt und das als Tag des Herrn deklariert. Und diesen Begriff Tag des Herrn, denn der wird in der Bibel in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Petrus verwendet den Tag des Herrn als den Tag, an dem die Erde zergeht. Ja? Und zwar mit Donner und Krachen, ja? Wo die Elemente zerschmelzen und wo ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Das ist ja nicht in der Trübsalzeit, ja? So wie jetzt Roger Libby und Co. das auslegen. Sondern danach gibt es ja noch ein tausendjähriges Reich. Also nach dem tausendjährigen Reich gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also Petrus benutzt diesen Begriff der Tag des Herrn als einen Tag, an dem die komplette Erde zerstört wird und die Elemente zerschmelzen werden und ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt. Das heißt, Petrus benutzt diesen Tag des Herrn ganz anders als Paulus. Und auch Zephania benutzt den Tag des Herrn ganz anders. Haben wir ja in den vorigen Videos auch schon gesehen. Und wenn das so ist, dann muss man erstmal eine Wortstudie machen und gucken, wie benutzt denn Paulus den Tag des Herrn? Und benutzt er den auch schon mal an anderen Stellen in den Thessalonischer Briefen? Und da findet man 1. Thessalonicher 5. Und da sieht man dann, dass er schreibt davon, dass der Schmerz überfallen wird wie eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und dann muss man erstmal sagen, wen überfällt welcher Schmerz und welche Wehen wie eine schwangere Frau. Wer wird da nicht entfliehen? Das muss man erstmal wissen. Und wenn man dann weiß von der Wiedergeburt Jerusalems, dann kann man den Text und den Vers in 1. Thessalonicher 5 mit der Wiedergeburt Jerusalems in Verbindung bringen. Und dann weiß man, was Paulus mit dem Tag des Herrn meint. Aus dem Tag des Herrn dann eine Periode von 7 Jahren zu machen und daraus die Trübsalzeit zu konstruieren, ist vollkommen abwegig. Das ist vollkommen abwegig. Ich kann nicht aus einer Tasse Tee einfach eine Tasse Kaffee machen, ja? Um das mal mit einem ganz schwachen Beispiel zu benennen. Und dann fest behaupten, nee, das ist schon Kaffee. Es sieht aus wie Tee, es riecht wie Tee, es schmeckt wie Tee, aber es ist Kaffee. Das geht nicht. Das wird aber in den Auslegungen so gemacht. Also das mal so
in einem kurzen Überblick das, was Paulus dort macht. Und man sieht schon, auf welch hohem Niveau dieser Schriftwechsel zwischen Paulus und den Thessalonicher war. Dagegen sind wir alle Stümper. Dagegen sind wir Stümper. Dagegen wissen wir nichts. Wir wissen nichts von Daniel, nichts von Jesaja, nichts von Micha, nichts von der Prophetie, nichts vom Alten Testament. Und weil wir diese Strukturen nicht kennen, deswegen sind wir hilflos bei den Auslegungen der neutestamentlichen Texte. Das ist unsere Not. Das ist unsere Armut. Und das ist unser Problem. Ja. Die Videos, die ich mache, die sollen dem ein bisschen abhelfen. Ja, ich gebe euch das auch nur so in so dürftigen Worten wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ein Profi, Theologe oder jemand, der Griechisch und Hebräisch spricht, mich da ein bisschen unterstützen würde bei. Ich fände das toll, fände das wichtig auch, ja, dass die vielleicht auch mit ihren linguistischen Kenntnissen und Sprachkenntnissen das ein bisschen begleiten und vielleicht auch wegen mir auch korrigieren. Wenn ich da falsch liege und jemand sagt mir hier, das ist aber ein anderes Wort im Griechischen, das darfst du so nicht sagen, und mir das am Text begründet, dann revidiere ich mich da, überhaupt keine Frage. Ja. Bisher hat sich niemand gefunden. Also ich habe ganz, ganz viele Leute angeschrieben, ganz viele Briefe, ich habe Mails geschrieben, hunderte Mails geschrieben, ja. Und die einschlägigen Herrschaften auch mehrfach angesprochen. Rührt sich keiner. Mittlerweile, und damit schließe ich dann auch, sind die aber auch nicht mehr mein Zielpublikum. Ja, es geht mir nicht mehr um Theologen. Es geht mir nicht mehr um die Exponenten anzusprechen in den Themen. Sondern es geht mir darum, euch zu erreichen. Die, die hören. Ja, die Elenden unter den Schafen, sagt Zacharia. Die merkten, dass es des Herrn Wort war. Die im Sanhedrin und im Tempel und in Jerusalem, die haben das nicht gemerkt. Damals nicht. Und heute auch nicht. Ja, das war immer schon so. Deswegen sind die nicht mehr mein Zielpublikum und ich werde die auch da nicht weiter kontaktieren. Ich habe die informiert. Die wissen das auch, die kennen auch meine Videos zum Teil. Und deswegen ist das nicht mehr so meine Zielgruppe. Ja? Sondern wer immer hören will, der hört. Ja? Und alles andere ist nicht mehr so wichtig. Ich habe, um das auch noch zu sagen, Roger Libby jetzt, ich glaube, im zweiten oder dritten Video verwendet für Aussagen, die ich in der jetzigen Eschatologie halt falsch finde. Nochmal, um das zu sagen, deutlich zu sagen, ich schätze den Roger Libby, das ist ein Bruder im Herrn. Ich habe viel gelernt von ihm. Ja, ich finde insbesondere dieses Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel ist das Wichtigste, was er überhaupt geschrieben hat. Zumindest für mich war es das. Ja. Das war für mich absolut hilfreich, um den Daniel zu verstehen. Und es geht mir nicht darum, ihn schlecht zu machen. Ja, es geht mir nur um die Sache. Das, was wir hier tun, ist ein wissenschaftlicher Exkurs. Wir beschäftigen uns mit Texten aus der Bibel. Es geht nicht darum zu sagen, ich kann dich aber nicht leiden, ja, weil du so und so bist. Da geht es nicht drum. Sondern es geht darum zu sagen, das, was du da sagst, das ist nicht richtig. Und das ist fair. Ja? Dann kann ja jemand sagen, Moment, warum ist das nicht wichtig? Dann muss man das begründen. Habe ich gemacht in ganz vielen Videos, auch mit dem Griechischen, auch mit dem Hebräischen, ja, soweit mir das möglich ist mit der Software hier. Dann muss man das erklären. Und wenn man das nicht erklären kann, dann muss man sich die Gegenposition anhören. Und wenn dessen Variante besser ist und belastbarer ist und er das zeigen kann und man das in der Bibel auch nachlesen kann, dann muss man das akzeptieren. Wer auch immer das ist, ja, das ist vollkommen egal. Ich möchte das nur noch mal nachschieben. Ja? Mir geht es nicht darum, den Dr. Roger Libby schlecht zu machen. Ja? Da geht es mir nicht drum. Es geht mir nur darum zu zeigen, wo nicht nur seine Theologie, sondern das ist ja eine allgemein verbreitete Eschatologie oder Endzeitlehre, die man da hat, ja, und zu zeigen, wo deren Schwächen sind. Viele haben mich am Anfang auch angeschrieben, haben gesagt, siehst du alles falsch, musst das so und so sehen. Du weißt das wohl nicht, ja, wie das normalerweise ist. Doch, ich weiß das sehr, sehr gut. Ich weiß das sehr, sehr gut. Habe mich da sehr, sehr mit beschäftigt und habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Aber dann und wann habe ich ein bisschen gestutzt und habe gesagt, das ist aber eine seltsame Art der Erklärung für so einen Text. Steht das so da? Dann kam mir das oft sehr gestelzt und konstruiert vor. Ja? Und mittlerweile danke ich dem Herrn für diesen dritten Tag, den ich habe finden dürfen, für Daniel, was ich finden habe dürfen in Daniel, in Zacharia, in den Nachtgesichten, in den Himmelreichsgleichnissen und alles. Und das muss alles zusammenpassen. Ja? Das ist eins, das ist eine große Geschichte, die da in der Bibel erzählt wird. Die gipfelt in unserem Herrn Jesus Christus. Alle Prophetie, alle Bibelauslegung darf einen nicht vergessen. Das ist unser Herr Jesus Christus und den Vater im Himmel. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Das führt alles zu ihm. Das macht uns fest im Glauben an ihn, an Jesus Christus. Das zeigt uns, dass alles wahr ist in seinem Wort, in dem Wort Jesu Christi. Und das zeigt uns, dass er das Heil ist und dass er kommt, auch in so irrsinnigen Zeiten wie jetzt. Und auch das nochmal zu sagen, es wird noch schlimmer werden. Es wird noch irrsinniger werden. Ja, das steht so. Lest mal Jeremia 25. Und trotzdem kommt der Herr.
Wir wappnen uns mit unseren Sinnen auf diese Zeit und stärken uns gegenseitig im Wort Gottes. Ja, dazu soll auch diese Reihe dienen. Vielen Dank fürs Einschalten. Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.